So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier nochmal aus Monterey. Wir sind auf dem Weg Richtung Staaten. Richtung Staaten von Amerika, quasi USA auf gut Deutsch. Mein persönlicher Angst- und Endgegner. Und ja, mir flattern gerade ganz schön die Nerven. Ich kann es nicht erklären, aber es ist nun mal so. Hat auch eine entsprechende Vorgeschichte, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Wie gesagt, heute geht's Richtung USA. Erstmal Richtung Nuevo Laredo, Grenzstadt quasi, und dann werden wir weitersehen. Ich halte mich mal aktuell mit dem Quatschen noch ein bisschen zurück, weil, wie man hier sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 spurige Bahn plus dann noch, ja, immer wieder sehr ungewöhnlicher Verkehr hier in Mexiko. Und insofern versuche ich mich erstmal hier ein bisschen aus der Stadt rauszukämpfen und dann melde ich mich nochmal bei euch. Ich bin mir nach wie vor nicht so richtig sicher, ob das hier Joshua Trees sind. Ich denke schon, ich war halt bloß immer der Meinung, dass sie ein bisschen kleiner sind. Aber hier gibt es ja mitunter Bäume, die sind echt mal 6, 7 mehr Meter hoch. Schon ordentlich groß mitunter. Erinnert mich so ein bisschen an meine Lieblingsband U2. Die haben ja auch so ein Joshua Tree Cover gehabt. Ein schönes, ikonisches Cover. Zumindest in meiner Meinung nach. Echt toll, mag ich. Ja, mittlerweile sind wir über die Berge rüber und hier ist jetzt nur noch endloses flaches Land. Wahnsinn. Auch interessant anzuschauen, aber nicht gerade einladend, um hier ein Häuschen hinzusetzen. So, laut Karte befindet sich die USA hier rechts neben uns, nur unweit von hier entfernt quasi, was aber gar nicht sein kann, weil ich sehe überhaupt gar keine riesengroße Mauer. Wollte nicht hier El Presidente mit der Fashion Friese eine Mauer bauen, die man noch aus dem Weltraum sehen kann? Komisch. Hier ist bloß ein kleiner Fluss und der trägt nicht mal Wasser. Gut, das war mein einziges politisches Zugeständnis für heute. Jetzt auf zur Grenze, mein Gott. Ah, das ist kompliziert. Jetzt stehe ich hier schon eine Stunde, musste noch mal zweimal umdrehen, wegen meinem temporären Einführdokument zu canceln. Jetzt stehe ich hier mitten auf der Brücke in freudiger Erwartung auf die Amerikaner. Und da vorne leuchtet alles bunt wie ein Weihnachtsbaum, aber was es heißen soll, steht eigentlich nur offen oder geschlossen dran. Mal gucken, nicht, dass ich hier wieder umdrehen muss. So, ich bin in den USA und wie man merkt, bin ich etwas verhalten, weil total irritiert. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen in den USA, uns allen, vor allem mir und Belmer, weil darum geht es schließlich. Aber was wir hier machen gerade, erschließt sich mir nicht. Also, wir haben es jetzt um 7. Das heißt, wir haben jetzt gute 4,5 Stunden gebraucht, um hier durchzukommen. Und ja,
ursprünglich oder urplötzlich war dann meine Vergangenheit doch wieder ein Problem, die hier erstmal lang und breit ausdiskutiert werden musste. Ich will da aktuell nicht drauf eingehen. Fakt ist aber, dass mir hier Sachen vorgeworfen werden, laut den USA, die so nie stattgefunden haben und nie stattgefunden haben können und damit eigentlich auch völlig unhaltbar und sehr sonderbar, wie solche Sachen überhaupt bei denen in den System stehen können. Sehr, sehr komisch. Hat jetzt sehr, sehr lange gedauert und ließ sich komischerweise oder interessanterweise auch aufklären. Damals, als das Problem bestand, ließ es sich nicht aufklären. Das ist einfach mal völlig suspekt. Also ich bin grundlegend erstmal froh, hier zu sein und hier drinnen zu sein, aber ich verstehe einfach nicht, was hier los ist. Irgendwie habe ich jetzt gerade die Schnauze voll und suche mir jetzt mein Hotel auf, was ich zum Glück schon gebucht habe. Und ja, werde dann da erstmal wieder zu Gedanken kommen müssen. Ja, wir haben mittlerweile den nächsten Morgen. Ich habe versucht auszuschlafen, aber hat nicht so richtig geklappt. Ich habe heute Nacht bloß 3 Stunden geschlafen, irgendwie ein bisschen durch den Wind gewesen nach den Erfahrungen von gestern. Kommen noch so einige andere Sachen dazu. Insofern, ja, bin ich ein bisschen gerädert, wie auch immer. Gestern zum Grenzübertritt. Ich habe überlegt, ob ich darüber nochmal spreche oder nicht. Und in Gänze will ich das ehrlich gesagt nicht. Aber 1-2 Worte muss ich dann doch nochmal loswerden. Ich und der amerikanische Zoll, wir wären auf jeden Fall keine Freunde mehr. Das bleibt wohl eine Hate-Relationship für den Rest des Lebens. Das ist sehr, sehr sonderbar. Es ist auf jeden Fall gestern wieder jede Menge Ärger aufgekommen diesbezüglich. Es waren auch sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Im Grunde genommen, nur ganz kurz zu der Vorgeschichte, ist halt so, dass ich ja schon mal auf Weltreise war und da kommt auch der Name meines Kanals her, wo ich einfach zu faul war, den zu ändern, wie auch immer. Und als ich damals hier eingereist bin, bin ich von Kolumbien mit Flugzeug hier hochgereist in Richtung Orlando und wollte dann weiterfliegen, so als großes Highlight und Ende meiner Reise nach New York und hatte damals auch Hotels gebucht und hatte mir, weil ich großer Basketballfan bin, auch Karten für New York Knicks gegen Chicago. Chicago-Fan ist halt so. Und ja, halt alles Mögliche schon ausgelegt, getan und gemacht. Und dann bin ich hier hochgereist und habe dann vergessen, damals das Ticket auszudrucken für meinen Rückflug sozusagen. Und das hat dann halt für Ärger gesorgt an der Grenze. Ich konnte nicht nachweisen, dass ich ein Return-Ticket quasi habe. Die haben dann versucht, irgendwie mit der Kreditkarte nachzuweisen, dass ich ein Ticket gekauft habe. Das konnten sie damals angeblich nicht. Und ja, insofern kam dann damals eins zum anderen. Das war ein tierisches Highlight. Danach ist nur auch bei der Gepäckkontrolle aufgefallen, dass ich halt Kekse und so Sachen, Milchprodukte, die man halt nicht mitschleppen darf. Klar, meine eigene selber Schuld. Aber so pushte sich das immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und zum Schluss bin ich dann halt im Flughafenknast gelandet, bin dann da eine Nacht dort quasi festgehalten worden und am nächsten Tag dann wieder abgeschoben worden. Da hat man mich dann vor die Wahl gestellt, das sind wohl die allgemeinen internationalen Gesetze, dass man halt kostenlos quasi wieder abgeschoben wird in das Land, wo man hergekommen ist. Das war damals ja Kolumbien. Oder ich hätte halt für umgerechnet 4.500 Euro oder so nach Hause Richtung Deutschland fliegen können. Insofern bin ich damals freiwillig zurück Richtung Kolumbien, weil das Geld hatte ich nicht und wollte ich auch nicht aufbringen für so eine dumme Aktion. Und ja, dann war halt noch das Highlight, dass man mich mit Flugmarschall in Handschellen dann ins Flugzeug gesetzt hat. Und klar, die Leute haben alle geguckt, war dann auch der Letzte, der da in das Flugzeug reingebracht worden ist. Und jeder hat sich gewundert, was ist das denn für ein Typ, ne? Und dann durfte ich halt zurück nach Bogotá fliegen. Damals war keine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und seitdem, habe ich einfach vor dem amerikanischen Zoll Schiss. Die machen halt jede Menge Kram, auf gut Deutsch. Wie auch immer, ich habe danach eine Sperre gehabt für die USA, durfte 3 Jahre lang gar nicht einreisen. Und nach den 3 Jahren
war das so, dass wenn ich denn in die USA rein wollte, ich auf jeden Fall immer zu einem Interview in die Botschaft musste oder müsste, wie auch immer. Aber mein Verlangen, die USA zu besuchen, war da nicht so sonderlich groß danach und ist es auch heute immer noch nicht und nach der Aktion von gestern wieder ebenfalls nach wie vor nicht. Sehr, sehr schade. Wie auch immer, das Thema kam gestern wieder auf, war einiges los an der Stelle. Interessanterweise hat man mir eine Visa-Überziehung und damit illegales Verbleiben sozusagen im Land vorgeworfen, was nicht sein kann, weil ich es ja damals gar nicht erst ins Land geschafft habe, offiziell. Insofern stimmt da auch irgendwas in den Unterlagen der USA nicht. Ist alles ganz, ganz komisch. Und das war dann gestern halt auch wieder das Hauptthema. Und insofern wurde da sehr, sehr viel diskutiert, getan und gemacht. Dann, wie gesagt, 4,5 Stunden gestern an der Grenze. Davon waren ja eine halbe Stunde anstehen letztendlich, danach eine Viertelstunde Gepäckkontrolle von A bis Z mit allem drum und dran und danach bin ich halt da in die heiligen Hallen des Zolls getragen oder gebracht worden und ja, da habe ich halt in ein kleines Einzelbüro gebracht worden und da hat man mich ausgefragt, bis zum geht nicht mehr, Körperkontrolle, bla bla bla, meine Klamotten ausziehen, also nicht komplett, aber die fetten bulky Hosen sozusagen ausziehen und so. Da dachte ich schon, oh, das entwickelt sich in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht. Aber es hörte dann glücklicherweise an meiner persönlichen Grenze dann auf. Aber damit war für mich eigentlich schon diese ganze Kontrolle gelaufen. Das war mir schon alles viel zu viel an der Stelle. Und dann, ja, sind die natürlich beim Zoll nicht sonderlich freundlich. Sicherlich auch deren Trick, um jemanden nervös zu machen, wie auch immer. Das klappt bei mir auf jeden Fall sehr, sehr gut an so einer Stelle und eben entsprechend mit diesen Erfahrungen. Und ja, insofern habe ich da 3,5 Stunden drin verbracht und habe da tolle Antworten geben müssen, bis dann irgendwann mal, ja, offensichtlich ich die richtigen Antworten gegeben habe und man mich dann halt doch hier reingelassen hat. Gab auch noch so einen kleinen Vorfall zwischendrin, wo die echt laut geworden sind und echt unangenehm, als ich in das Gebäude gebracht worden bin. Und klar, wirst gefragt, ob du Waffen dabei hast und so. Und natürlich habe ich keine Waffen dabei. So einfach ist das. Und als ich dann an den Ausfrage, Verhör, Spezi, Officer, wie auch immer, übergeben worden ist, hat der natürlich auch nochmal gefragt, ob ich irgendwie Messer oder sonst was dabei habe. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe halt ein kleines Taschenmesser. Das sehe ich persönlich natürlich nicht als Waffe an. Aber bevor da irgendwie was passiert, dachte ich, okay, sage ich ihm halt, dass ich da ein Taschenmesser in meinem Tankrucksack drin habe. Und oh, da ging das Gezeter los. War echt nicht schön. Also ich versuche dann wirklich alles Mögliche, um dich da, sag ich mal, aus der Reserve zu locken. Und bin ich echt nicht der Typ für, um mir sowas stundenlang anzutun. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr bedient. Klar bin ich im Nachgang froh, dass ich jetzt hier drin bin. Aber ich habe gestern echt die Schnauze voll gehabt danach. Ansonsten ist es so, dass es auf jeden Fall danach noch Ungereimtheiten gab, was mein Visum angeht. Das muss ich jetzt erstmal noch klären, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich war der Meinung, dass das Visum so läuft, wie es in vielen anderen Ländern halt auch läuft, dass du halt eine gewisse Anzahl an Tagen sozusagen hast und wenn du das Land verlässt, du halt wieder kommst sozusagen, also wenn du so ein Multi-Entrance oder ein Multi-Eingangsvisum hast, dass dann die Tage immer weitergezählt werden. Aber das ist wohl hier nicht so nach der Aussage des Zollbeamten. Als ich da mehrmals gefragt habe, dass ich das eigentlich anders verstehe, sind die sich da auch unsicher geworden, wie auch immer, und haben dann bloß auf irgendwelche Webseiten vom Staat sozusagen hingewiesen, wo man dann nachgucken soll. Und die sagen mir dann schon, wie viele Tage ich habe. So ungefähr, das muss ich jetzt die nächsten Tage mal klären, damit ich meine Planung entweder so weitermachen kann, wie ich mir das bisher im Groben gedacht habe, oder halt dann doch nochmal komplett ändern muss. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber gut, das muss ich jetzt irgendwie mal klären. Wie auch immer, danach war ich halt durch, habe mir ein Hotel gesucht. Das Hotel ist in Ordnung, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich muss mich an die neuen Preise hier gewöhnen. Bin gestern Abend hier nochmal runter zur Tankstelle, weil die einfach direkt vor dem Haus ist und habe mir da eine 1,5 Liter Flasche Cola und eine 1,5 Liter Flasche Wasser gekauft und die haben mich $7.60 gekostet. Ich habe mir da vorher nichts weiter bei gedacht, aber $7.60 für 2 Trinkflaschen, pff, wenn das jetzt die neue
Hausnummer ist sozusagen, na, Prost Mahlzeit, dann werden die nächsten Monate sehr, sehr interessant werden. Aber gut, das ist der erste Tag, da muss man sich jetzt ein bisschen einleben. Das ist jetzt einfach nur das, was ich euch sagen kann. Und damit will ich eigentlich auch hier an der Stelle abschließen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise. Und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein und dann schauen wir mal, was man hier so in den USA alles so anstellen kann.